Rosen richtig pflanzen. Rosen lieben tiefgründigen und anlehmigen Boden und einen sonnigen Standort. Sie sind zudem Starkzehrer, also brauchen sie relativ viele Nährstoffe. Zunächst muss der zukünftige Standort richtig vorbereitet werden. Optimalerweise gräbt man dafür den Boden frisch um. Beachtet werden muss dabei, dass Rosen Tiefwurzler sind. Man muss also möglichst tief umgraben. Du solltest bei sehr feuchtem Boden davon absehen, denn in diesem Fall besteht die Gefahr einer Bodenverdichtung, die unbedingt vermieden werden muss. Bereits vorhandene Verdichtungen müssen aufgebrochen werden. Schwere Tonböden können mit einem Bodenhilfsstoff verbessert werden. Leicht sandige Böden sollten mit 30-50% Kompost oder Mutterboden gut durchgemischt werden. Auch hier kann ein Bodenhilfsstoff zugesetzt werden. Jetzt geht es an die Wurzeln. Zunächst werden alle eventuell Knick- und Bruchstellen herausgeschnitten, dann werden die Wurzeln auf ca. 25-30 cm eingekürzt. Die wurzelnackten Rosen sollten vor dem Pflanzen erstmal eine Stunde in Wasser gestellt werden. Nun wird das Pflanzloch ausgehoben. Es sollte zweimal so tief sein, wie die Wurzel lang ist und doppelt so breit, sodass die Wurzel beim Einsetzen nicht geknickt und/oder gedreht werden müssen. Wie bereits angemerkt, darf der Boden des Loches nicht verdichtet sein. Du solltest sicher sein, dass die Rose gerade im Loch steht und das Ganze eventuell mit ein bisschen Kompost stützt. Die Veredelungsstelle der Rose sollte sich 5 cm unter der Erdoberfläche befinden. Nun kannst du den Boden leicht festtreten. Wenn du möchtest, kannst du auch einen Gießrand mit dem Oberboden formen. Das ist im Frühjahr bei warmer und trockener Witterung wichtig. Sollte der Boden sehr trocken sein, kannst du das Pflanzloch mit 3/4 Erde auffüllen, dann Wasser rübergießen und den restlichen Boden darauf schütten. Auch hier solltest du einen Gießrand formen. Um ein schnelles Austrocknen des Bodens zu verhindern und die Pflanze vor zu hoher Verdunstung zu schützen, empfiehlt es sich, den Boden mit zum Beispiel Mulch, Schredder oder auch Rasenschnitt zu beschatten. Achtung! Es darf kein Dünger oder Stallmist ins Pflanzloch gegeben werden. Bei wurzelnackten Rosen darf auch oberhalb der Bodenoberfläche nicht innerhalb der ersten 3 Wochen gedüngt werden. Dies würde die Wurzeln verbrennen und dann kann sich die Pflanze nicht mehr ernähren. Nach 3 Wochen empfehlen wir eine leichte Düngung der Rose mit 100% organischem Dünger, wie zum Beispiel dem Oskana Rosendünger.